Stiftung Islam in Deutschland. Es gibt kein Hijra mehr. Nochmal. Für diejenigen, die nicht wissen, was Hijra ist. Der Bruder oder die Schwester, sie meinen damit Hijra, die Auswanderung von Kufr-Land zum Islam-Land. Stimmt? So wie damals die Muhajirin. Und sie hängen noch an deren historischen Kontext und teilen die Welt und sagen, wann muss ich Hijra machen? Du musst keinen Hijra machen. Wer sagt das? Sagt das Abdul Azim? Nein. Das sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wo sagt er das? Er sagte, La Hijrata ba'da al-Fath. Es gibt kein Hijra. Nach der Eroberung von Mekka gab es die Hijra als ist abgeschlossen. Al-Hijra soll sein von einem Land, wo du unterdrückt bist, wo du deine Religion nicht leben kannst. In den heutigen modernen Staaten ist die Religion nicht ein Faktor, womit man die Bürger klassifiziert. Die Bürger werden nicht nach deren Rasse oder nach deren Religionszugehörigkeit kategorisiert. Jeder darf seine Religion leben, wie man möchte. Und du bist nicht unterdrückt in deiner Religion. Und du kannst deine Scharia in dir und in deinem Leben leben. Halal und Haram und alles und all drum und dran. Es gibt kein Hijra. Selbst wenn du mir sagst, ja, es gibt ein muslimisches Land. Und du nennst das Hijra, ich nenne das Umzug. Du ziehst nur um. Hijra mit der religiösen Bedeutung von damals, dass sie Mekka verlassen, weil sie da unterdrückt wurden und verfolgt wurden, und nach Medina zu gehen, um ihren Islam zu leben, gibt es zurzeit hier nicht, zumindest bei uns hier in Europa. Vielleicht gibt es bei Myanmar und solche Länder, gibt es vielleicht. Aber es bleibt die Ausnahme. Ja, aber ich spreche hier mit einem, der hier in Deutschland sitzt und spricht über Hijra. Pass auf bitte.